Mitten in Biel erstreckt sich ein riesiges Gleisfeld. 40 Fußballfelder groß, 24 Kilometer Schienenlänge. Der Rangierbahnhof Biel. Ein eisernes Relikt der Schweizerischen Bundesbahnen. 1917 erbaut und noch immer funktionstüchtig. Manuell, mit Hebeln, Drahtzügen und Stangen. Teilweise auch elektromechanisch. Rangierbahnhöfe sind die Drehscheiben des Güterverkehrs auf der Schiene. Hier treffen Güterwagen aus verschiedenen Richtungen ein und werden zerlegt. Wagen mit gleichem Bestimmungsort oder gleicher Richtung werden zu neuen Kompositionen zusammengestellt und weitergeleitet. Der Rangierbahnhof ist sozusagen eine Umsteigestation für volle und leere Wagen. Buscher arbeitet seit 15 Jahren in dieser Anlage. Er ist buchstäblich der Hauptdrahtzieher im Betrieb. Ici le poste 2, c'est le poste principal de BNRB. On s'occupe de tourner les aiguilles, d'ouvrir les signaux et de travailler avec le poste 1 et le poste 3. Alors le poste 2, il chapeaute toute la gare de triage. Le poste 1, il est en direction de Bienmet, où il tourne les aiguilles en direction de Bienmet. Et le poste 3, il s'occupe de le triage des wagons, où il y a environ une quinzaine de voies, où chaque voie a une destination prédéfinie. On a des leviers bleus qui sont des leviers d'aiguilles, les leviers verts qui sont des verrouillages de parcours, et les leviers rouges qui sont les signaux. Alors, 10, voilà, D2, 28, voilà, il y a une particularité à BNRB, c'est que rien ne nous empêche de faire une entrée de train sur une voie occupée. Pour cela, on a simplement une feuille de papier. Chaque train qui est posé sur une voie doit être indiqué sur une petite feuille. Alors, c'est clair que ça demande beaucoup de concentration. La faute n'est pas trop admise. Il faut surtout bien réfléchir et puis être attentif à son travail. Machst du nicht mehr, Mann? Nein, mach ich nicht. 16 Stunden. Ah, ist gut, du musst zugestehen. Merci. Il y a un système de sécurité qui est très fonctionnel, malgré que l'appareil est ancien. Notre appareil est très sûr. Verschlussbalken und Lineale verhindern das Fehlschalten von Weichen. Unfallverhütung auf mechanische Art. Alors ici, nous avons un appareil mécanique qui est centenaire. À l'époque, il marchait avec des transmissions par câble. Actuellement, il est mécanique électrique. Et puis après, ils ont adapté l'appareil. Pour la banalisation des années 70 avec Bien, ils ont mis un appareil du type domino. Nous avons une reproduction schématique des voies. Pour la place de travail, c'est l'informatisation ici, mais c'est uniquement pour la formation des trains et puis le programme de la journée. Daniel 2, ok, on va se reprendre. Hein. Ciao, ciao. 39 860 de Suisse, il va chez Notre défi, c'est de circuler avec les trains à l'heure. Ce n'est pas toujours une chose facile parce que ça dépend tellement d'éléments, de la manœuvre, du matériel, de l'exploitation générale. Quoi. Ja, zwei. Ja, die geht im Daniel Group. Merci. Ciao.
Jedenfalls. Jawohl, Posten 3, Etienne, ja, ich höre. Unten durch den G7? Ja, der kann springen, ja. Das ist gut. Okay, prima, merci, ade. Das Stellwerk 3 funktioniert noch rein mechanisch. Unter dem Berg, Emil 18, ist gut. Merci, danke. Daniel Haider bewegt seine Weichen mittels Drahtzügen und Stangen. Wenn ich vom Rangiermeister im Stellwerk 2 den Befehl bekomme, sie den Rangierweg herstellen da mit meinen Weichen, dass sie nachher in das entsprechende Gleis fahren können. Da könnt ihr anhalten, Team 4. Die Faszination von der Mechanik, die hier einfach noch ist. Das ist nicht so wie ein Zentralstellwerk, wo sie nur noch die Knöpfe drücken. Hier muss man noch selber schauen, ist das Gleis frei und wie ist die Wettersituation. Unser grösster Feind ist der Nebel. Oder Schnee. Hier bin ich Chef über das Gleisfeld hier. Da kann mir niemand reinreden. Da mache ich das, was man mir sagt. Ich kann es auch ein bisschen abändern, wenn ich das Gefühl habe, jetzt machen wir es zuerst so. Und nachher so, dass es viel ringer geht. Und der Fahrdienstleiter im Stellwerk 2, der hat die größere Verantwortung für einen reibungslosen Rangierbetrieb. Die Rangierarbeit im Gleisfeld ist Sache von SBB Cargo. Ihr Team in Biel plant den Transportablauf und setzt die Mitarbeiter und Lokomotiven entsprechend ein. Am Samstag und fahrt wieder am Montag. Die Güterwagen sollen pünktlich bei ihren Kunden ankommen. Wie beispielsweise die zwei Zuckerwagen aus Arberg. 64443 von Arberg-Lies bringt Zuckerwagen. Die Komposition kommt an, die Wagen bleiben etwa eine halbe Stunde da. Dann gehen sie weiter auf Zürich. Sie kommen jeden Tag um gleiche Zeit. Daniel, du. Genau. Okay. 1-6-4-41-80. Emil 18, gut. Emil 18, gut. Die Komposition mit dem Zuckerwagen wird zerlegt und die Wagen in die zugewiesenen Gleise verteilt. Dafür gibt es zwei Methoden. Zum einen das Hin- und Herrangieren mit der Lokomotive, zum anderen das Abstoßen der Wagen. Die abgestoßenen Zuckerwagen rollen allein aufs entsprechende Gleis. Noch bis 2006 wurde mit Hilfe der Schwerkraft rangiert. Damals rollten täglich rund 1000 Wagen den Ablaufberg hinunter. Der Ablaufberg hat dient
verzögert zu zerlegen. Da ist mit einem Lok ist der Zug angefahren worden und der hat nachher mit einer temperierten Geschwindigkeit die Wege am Berg gestossen. Unten am Berg war ein Abhänger, der hat mit einer Stangenkupplung ausgeworfen. Und die Loki hat den Zug langsam einen Berg aufgestossen. Und am Berghäuschen war der Rangiermeister. Der hat das Gleisnummer gesagt. Und anhand des Gleisnummer hat nachher stellweg die Weichen in die richtige Reihenfolge gestellt, dass der Wagen in sein Zielgleis kam. Und nach bis nach sind die Wege von alleine nachher oben runtergekommen. Bis sich die Wege hier in alle Himmelsrichtungen verteilt haben und der Zug war zerlegt. Jetzt ist der Ablaufberg außer Betrieb, wird alles nur noch unten durch manövriert. Und das ist natürlich für uns eine kleine, langweilige Geschichte. Oder? Da fahren sie rein, dann kommen sie wieder vor und fahren in ein anderes Gleis. Wo der Ablaufberg noch im Betrieb war, da sind die Wege gekommen. Da musste man den kleinen Füllen da hebeln wie verrückt. Da hat man es auch zu Zeug gehabt, da ist das aufgeteilt worden. Einer hat von hier an in die Ecke übergekehrt und der Kollege vorne hat hier da durch die Mitte durchgekehrt und hat den Funk bedient. Wagen lang. Halbe. 2006 sank der Standort Biel im Rang und verlor seine nationale Bedeutung. Statt 1000 Wagen pro Tag bewältigen die Mitarbeiter heute noch etwa 150. Der geschrumpfte Verkehr bedeutete das Ende für die personalintensive Wagenverteilung über den Ablaufberg. Der Ablaufberg wurde abgehängt. Aus dem Jahr 1917 stammt auch die Spisi. In diesem Personalrestaurant treffen sich drei Generationen zum Gespräch. Wenn ich denke, ich bin längst hier im Bahnhof, ist, und habe viele Leute gesehen und viele Leute gesehen und die Modernisierung oder Güterverkehr, der gewechselt hat, geändert hat. Aber was mir noch fast mehr zu arbeiten gemacht hat, ist 2006, wo du musst entscheiden, wer behalte ich. Und das war gleich manchmal her für mich, dort im Stellwerk 3 zu diesem Fenster rauszuschauen, wenn die Ehepartner sind mit den Frauen gekommen. Die Frau hat gerannt, weil sie gewusst hat, ihr Mann hat die Stelle verloren. Das ist bei mir ein wenig eingefahren, das muss ich auch so sagen. Das hat mir schon wehgetan. Ja, ich glaube, das ist eine Zeit, die uns alle geprägt hat und allen wehgetan hat. Aber wir können sie nicht mehr zurückdrehen. Aber eben, es hat auch Sachen, mit denen haben wir können glänzen. Wir haben schnell können arbeiten hier. Sehr effizient, wie das andere Anlagen nicht haben können. Dank eben so guten Leuten wie du, die im Stellwerk und überall in der Anlage tätig waren. Alors comme je vois aujourd'hui la migration, l'automatisation d'un enclenchement de plus de 100 ans comme à BNRB, hein, où on a besoin de trois collaborateurs qui travaillent en même temps. Actuellement, la sécurité est assurée à presque 100% par les collaborateurs. Qui doivent tourner les aiguilles, qui doivent s'assurer qu'il n'y ait pas d'itinéraire ou de parcours antagoniste. Et à l'avenir, ça va être l'inverse. C'est vraiment l'enclenchement électronique qui va contrôler tout ça, ce qui fait que pour moi, il y a moins de risques. Aber wenn ich denke, der RB Biel ist seinerzeit der viertwichtigste Rangierbahnhof gsi in der Schweiz, nach Lausanne Triage, nach RB Limmatal und Basel. Und wenn ich sehe, was heute noch für Aufgaben für diese Anlage hier anstehen, ja, dann wird das auch nicht so ein grosses Risiko sein. Also. Aber ist es denn wert, noch viel Geld in die Finger zu nehmen für eine solche Modernisierung? Und es wird alles verkleinert, alles elektronisch gesteuert. Da sehe ich mich nachher nicht mehr in meiner beruflichen Tätigkeit, die ich jetzt ausübe. Das ist ganz klar. Für mich ist das Kapitel nachher abgeschlossen. Rangierbahnhof bin, denke ich. Der Rangierbahnhof Biel. Eine Zeitreise? Der genauere Blick zeigt, der Wandel hat auch hier nicht Halt gemacht. Die einschneidendste Veränderung steht 2020 an. Dann wird der Betrieb automatisiert und aus Lausanne ferngesteuert. Mit einer Ausnahme.
Im Stellwerk 3 trotzen Hebel und Drahtzüge der Digitalisierung. Sie werden weiterhin in Betrieb bleiben. Eine mechanische Insel im digitalen Meer.